So, was kommt jetzt? Hey Kevin, was machst du? Ich hab nichts gemacht. Du hast kaputt gemacht. Nee, ich hab nichts gemacht. Nee, ne, einfach nee. Oder was? Längern, platzier mal hier Türen hin kurz. Daran. Warte, wo? Woran? Hier ran? Da dran, ja. Ich hab noch eine. Davon. Meint ihr nicht, dass das ein bisschen serverlastig ist hier mit den ganzen Clocks? Nein. Aber das ist wert eigentlich. Ja, das sollte der wohl ne? Schaffen, der Server. Die 12 Türen. Ich brauch noch einen Redstone. Ja, warte. Early Boy, wieder ganz vorne mit dabei, ne? Ich sag das, Revi, dass du das warst. Ja, genau! Ja, du setzt doch das hier. Redstone, also trollst du mit? Du sagst immer, du trollst nicht, aber du hilfst den Leuten immer. Das ist genauso wie wenn du mitmachst, mit Gang mitgefangen. Was soll ich abbauen? Wen soll ich abbauen? Was? Was? Was hat er gesagt? Pass auf, WhatsApp. Mach mal da Dinger zu. Eine Redstone zu. Revi, wenn du morgen in den Livestream kommst, bei dir unten, ne? Das alles hat Early Boy gemacht. Ja, so, klar. Abgeschickt. Nee, warte mal, die Türen müssen, glaube ich, anders geplantet werden. Morgen wird dich der Bürgermeister picken. Hallo! Der Einzige, den ich picken darf, bin ich. Nee, der Bürgermeister. Ah, okay. So, ich hab den das jetzt mal gesagt, bevor die Zuschauer das machen. Das leckt mega, oder? Nein. Warte mal, ich jetzt. Klappt das? Nein. Ach du Scheiße! Ist das nervig! Lacke. Ich hab keine Spitzhacke mehr, warte, ich hab keine Sorge. Ach du Scheiße, ist das nervig. Wie macht man nochmal eine? Lieber, können wir das durchs ganze Haus machen? Also, Propsy, danke schön für den 6. Voll. Eigentlich müsste ich euch beide töten und alles abreißen. Kevin, geh mal da drüben rüber. Nee, warte mal, eigentlich müsste ich euch beide... Du musst mal da drüben rüber gehen und dir angucken, was da ist. Eigentlich müsste ich euch beide töten. Das Warum ist viel denn? Professioneller. Weil ich bin der Verkehrsminister. Ja, und ich bin der Richter. Verkehrsminister. Zander, fick dich. Zander, sollen wir die töten? Ey, also, Leute, ne? Klängern töte ich nicht. Ja, eigentlich müssten wir Revi helfen, ohne Witz. Ach komm, das bisschen verträgt er doch. Wir tun ihm doch nicht weh. Jetzt spielen wir nicht den Moralapostel hier, ne? Boah, ist das nervig. Wie weit geht denn das? Ja, Moment. Der Early Boy buddelt sich hier raus. Wie so eine arme Maus. Der ist der da unten in dem Loch drin, ne? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das, ich glaube, das wird gut ankommen bei Revi. So. Early Boy, komm raus, wir töten dich nicht. Das klingt so gelogen. Alter. Hä, findest du cool? Ich hab damit nichts zu tun, ne? Ich sag euch das. Ja. Der wird morgen, wird der Revi, ohne Witz, der wird Early Boy seinen Berg in die Luft sprengen. Wie ich da überhaupt nichts zu tun habe, ich hab Klänger nur einen Tipp gegeben. Du hast die Türen mitgesetzt, du mitgehangen, mitgefangen. Ich hab die Türen überhaupt gar nicht mitgesetzt. Du kannst doch nicht jemanden ich Tipp geben, wie er eine, Menschen umbringt, Alter. Nicht. Und ja, dann sagen ja, ich hab das nicht gemacht. Ist ja diese Relation von Kippen. Ja, und du, ja, du versuchst dich immer rauszureden, aber du machst doch mit bei der Scheiße. Ich mach noch ein Schild von Early Boy, ne? So denkt die Beate gerade auch im Gefängnis. Ja. Ich hab dem zwar die Waffen besorgt, aber ich hab doch nichts damit zu tun. Ich wusste zwar schon ganz lange von den Plänen, dass die Menschen umbringen wollen, aber ich hab doch nichts damit zu tun. Was soll die machen, ne? Ist ja nicht Leute, deren schreibt in den Chat mal, ob ihr Gerechtigkeit walten sehen wollt, ja? Morgen hier mit Revi. Sollen wir dem mal, was sagen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr keine Gerechtigkeit habt. Warum schießt du mich eigentlich ab? Ah, nee, das war ein Skelett. Ich war das. Ziemlich nice war. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Oh, Skelett, tschüss. Lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei den anderen Reihen vorbei. Die streamen ja auch immer, so wie jetzt in dem Moment. Oder rein, immer. Bis Mal. Bis tschüss. Immer. Tschüss. Tschüss. Ich bin für Early eigentlich, Leute. Hey, es tut doch echt immer. Aber bei so einer Aktion bin ich gegen Early. Wie ich da überhaupt nichts mit zu tun hatte! Da stand schon alles, bevor ich überhaupt angefangen hatte. Das stimmt nicht, nicht alles. Ich werde morgen hingehen. Weißt du, was ich machen werde, Early Boy? Was? Ich werde hingehen, ich werde von dieser Sache hier, was heute passiert ist, ein Highlight schneiden und werde das Video mal Revi zukommen lassen. Und dann soll der Revi mal die Situation selber bewerten, ob er der Meinung ist, dass du damit nichts zu tun hattest. Wenn er dann in dem Video sieht, wie ich live beobachte, wie du die Sachen dorthin baust. Als ob das jetzt so schlimm wäre. Jetzt ist Early Boy ruhig, ne?
glaube, der weint. Nee, der denkt jetzt nach so, soll ich es riskieren oder nicht? Early, alles cool? Bei mir ist alles cool, ja. Early weiß, dass der Revi ein Psychopath ist. Das ist witzig, weil es stimmt. Early Boy, du kannst dir das überlegen, weil nachher ist der ganze Tag, den wir heute an deinem Tunnel gebaut haben, für den Arsch, weil Revi den hochsprengt. Arsch! Jetzt ist aber. Jetzt kippt aber ein bisschen die Stimmung, du, ey. Alles gut. Ja. Nee, hier kippt nicht die Stimmung. Early ist am Überlegen, glaube ich. Nein, immer noch. Fuck! Was ist los? Ich habe alle deine Sachen verloren. Wow. So wie fünfmal am Tag. Nicht witzig. Fandst du nicht witzig? Es hat geleckt gerade. Fand ich trotzdem witzig. So. Hat gerade geleckt, nämlich runtergefallen. Oh. Early Boy, ich schwör dir, ohne Witz, ich möchte dir nur noch einmal kurz klar machen, wenn du irgendwas bei irgendwas an meinem Haus machst. Irgendwas, egal was. Ich bin doch gar nicht bei deinem Haus. Sogar nur, wenn du einen Cobblestone dahin baust, Junge. Okay. Direkt richtig provozieren und ausrasten. Bin doch gar nicht bei deinem Haus, ich bin ganz woanders. Ja, ich sag's dir das immer. Wenn du was bei mir machst, bald dasselbe wie Zander bei dir machen. Da werde ich richtig durchdrehen. Egal wo du bist, egal was ich gebaut habe und du bist da, fick ich dich. Ich hab Early Boy jetzt richtig viel geholfen. Ja, das fand ich auch toll. Ja, wenn du mich einmal irgendwas machst, ne, Early Boy, auch dich nur beteiligst und dann sagst wieder, ich hab da ja nur geholfen, ne, ist mir egal. Alter, willst du mich ehrlich verarschen? Du stiftest mich die ganze Zeit zu irgendeiner Scheiße an. Ich werde dich vernichten. Ist mir egal, ob ich aus dem Projekt fliege. Ne? Ich werde dich komplett vernichten. Ich vernichte dich gleich. Ich werde dich hier in Craft Attack ausräuchern, glaub es mir. Ausräuchern. Witzig. Wie ein Fisch. Ich gehe jetzt erstmal XP fahren. Findest du das witzig? Findest du das witzig, dass Fische umgebracht werden? Ja, Massenmord begangen wird? Findest du das witzig, dass aus Pferden Lasagne gemacht wird? Natürlich finde ich das witzig. Guck einfach nicht den Livestream. Dann finde ich das auch witzig, dass Fische sterben. Boah. Ja. Boah, auch die Pferde. Ja, wie das Zander, wie der Zander so das Pferd. Nein. Ja, ist mir egal. Die Pferde, aus denen Lasagne gemacht wurde, das ist eine ganz andere Situation. Die waren schon tot, als sie verarbeitet wurden. Wochenlang. Ja, komm. Das sind jetzt keine Speisetiere, ne? Alter, Early Boy. Was? Zander, bist du unten an der Farm dran? Was ist das hier für eine hässliche Kabelsonnensäule bei mir zu Hause? Nein, bin ich nicht. Das war ich nicht. Du kannst meine Leute fragen im Stream. Die lügen doch. Alter, wer? Das war Kevin. Teufel. Das ist die ganze Zeit schon Kevin. Der hetzt uns die ganze Zeit gegenseitig auf. Ohne Witz. Ja, dann guck mal jetzt im Livestream, wo ich bin. Ich war gar nicht an seinem Haus. Weißt du, hab nichts gemacht. Du warst eben bei ihm am Haus. Oder Klängern war das einfach. Ja, okay, frag mich. Ja, ich bin gar nicht mehr auf dem Server. Ich bin zum XP-Farm gegangen. Okay, so, Schluss. Jetzt rede ich. Ich gehe gleich hier vom Teamstick runter und verlasse das Projekt. Ihr habt keine Lust mehr hier drauf, ne? Okay, immer wird alles kaputt gemacht an meinem Haus. Tschüss. Aber ey, Basti zockt war gerade hier, ne? Der hat sich ausgeloggt. Das könnte sein. Der hat sich hier einfach ausgeloggt, als ich hier hingekommen bin. Alles klar, Basti, dein Haus wird gesprengt. Die einzige Instant. Lösung. Instant. Ohne Scheiß. Kevin ist das Hauptproblem. Der ist hingegangen, hat mir meine Pickaxe geklaut. Irgendwann, wenn du das noch einmal sagst, werde ich dich töten. Und gesagt, ich soll dich töten. Wenn ich das mache, kriege ich meine Pickaxe wieder. Dann habe ich dich getötet. Dann habe ich außersehen dadurch deine Sachen mit Lava. Das war nicht so gewollt, das war nicht so geplant. Ich habe aber vergessen, dass Lava so krass wie Schaden macht in der Einzelne. Ja, was meinst du, von wem ich die Pickaxe denn bekommen habe? Sei doch mal ruhig. Und dann ist alles verbrannt. So, dann bin ich hingegangen, hab meine Pickaxe. Menschen, die stottern, lügen. Hörst du mir mal zu? Hab meine Pickaxe. Zander, weißt du, was Early Boys Gedanken sind? Kannst du mir die Schnauze halten? Pass auf, Early Boy ist ein Mensch, der denkt, wenn er in Aldi geht, ja, mit einem Kollegen. Und sein Kollege klaut Sachen, ja? Und der Kollege sagt, pass mal auf, der Schokoriegel passt nicht mehr in meine Tasche. Kannst du den nehmen? Dann würde Early Boy den in seine Tasche stecken, mitklauen. Und wenn die Kassiererin an der Kasse fragt, warum er das klaut, würde er dann noch sagen, ja, ich habe ihm nur geholfen, das hat nicht mehr in seine Tasche gepasst. Und wenn die den dann bestrafen würden, dann würde der Early Boy noch sogar fragen, warum werde ich denn bestraft? Ich habe dem doch nur geholfen. Ohne Scheiß, Kevin, und ich verstehe dich. Ich finde deine Meinung, ich finde das, was du sagst, auch gut. Aber ganz ehrlich, ne? Warum musst du das immer mit dem gleichen Beispiel erklären? Das ist jedes Mal so, das ohne ist, Witz. Das Einzige, das was dich unterscheidet, wenn der Early Boy Menschen umbringt. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass es manchmal ein Penny ist und manchmal ein Aldi. Das soll aber genauso sein, wenn der jemanden umbringt. Ohne Witz. Und Early Boy vergräbt die Leiche. Ja, der hat doch nur geholfen. Weißt du? Und dann gehe ich hin, gebe dir meine Pickaxe, weil das nicht so geplant war, und gebe dir die. Hallo Live, Dankeschön.
weil deine weg ist wegen mir. Pack die in eine Kiste, dann geht Kevin hin, nimmt die da raus und pack die bei mir in eine Kiste, um dich auf mich aufzuhetzen. Ja, und jetzt? Ja, nimm da meine Hühnerfarm auf. Hört ihr mir mal zu? Nimm meine Hühnerfarm auseinander. Ali, hör mal genau hin, hör mal. Oh, hast du gehört? Ich hab's einen fahren lassen. So. Jetzt ganz im Ernst, ne? Das Ding ist, wer hat gewonnen? Du nicht. Mr. Muffel LP, danke schön für den Start, willkommen. Weißt du, warum hab ich gewonnen? Warum? Weil ich jetzt zwei Pickaxe hab. Willst du mich eigentlich kommen? Wie? Er hat ja, doch gerade schon gesagt. Ich hab meine. Zander hat dich die ganze Zeit reingelegt, Early Boy. Junge, ich hatte meine Pickaxe, bevor du runtergekommen bist, in die Ender Chest gelegt. Willst du mich eigentlich? Als ich dich getötet habe, habe ich dir deine Pickaxe abgezogen und habe sie Kevin vor die Füße geworfen. Und Kevin hat sie mir dann wiedergegeben, als du nicht mehr gecheckt hast, dass ich da bin. So sieht das nämlich aus, du Idiot. Ich kann das Gesicht gerne sehen. Du hast dich richtig verarschen lassen, weil du nicht aufpasst. Ich habe die ganze Zeit gewusst, was abgeht. Ja, genau. Ich habe mir aber weismachen wollen, was nicht abgeht. Ja. Jetzt lass mal weismachen. Ich habe von Anfang die Schnauze. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nee, gib mir bitte Pickaxe. Ja, deswegen hast du auch mich die ganze Zeit beschuldigt und alles, weil du es wusstest die ganze Zeit. Ja! Wenn du das die ganze Zeit gewusst hättest, hättest du Zander beschuldigt. Hä, du hast sie doch gehabt. Early, wo bist du? Wieso? Ich bin woanders. Ich weiß, dass du an meinem Haus bist. Nein, bin ich nicht. Wenn ich dich finde, töte ich dich. Ich klaue dir alle deine Sachen und du kriegst nichts mehr wieder. Ja, ich würd damit nicht rumspaßen, Early. Du kannst das aussuchen. Leben oder sterben. Wo bist du? 13.000 Zuschauer. Dankeschön für den Support, Leute. Ohne Witz, warum schreibt ihr wieder Early? Tut euch leid, Leute. Ohne Witz, sagt der Boy ist das selber schuld immer. Und ich hab dem heute viel geholfen. Du mieses, dreckiges Arschloch! So macht man das! Ich hab einfach den Block. Ja, ich hab das in der Folge schon willkommen. Und hab dann den Block über ihm abgebaut. Und den Rest nur erledigt. Ja, Leute, ich hab's mitbekommen, dass die Homepage down ist. Dann ist sie jetzt down. Ich kann's jetzt nicht ändern. Müsst ihr warten, bis sie wieder online geht. I am a champion. I am a champion. Zander, merkt einfach eins. Spiel. Jetzt geht das. Richtig, jetzt dreht das. Ohne Witz, ich glaube, dieser Abend wird heute Ära schreiben in der Craft Attack-Szene. Ich glaube, das wird gleich richtig eskalieren hier noch. Ja, ich kill Early Boy den ganzen Abend, so lange, bis er keinen Bock mehr hat. Und deswegen bin ich ein Champion. Oh Mann. Ich wäre gerne noch dabei, aber ich bin echt immer noch krank und ich muss morgen früh raus, weil ich ins Phantasialand fahre. So, jetzt pass mal auf, ich höre gerade nur mi. Und deshalb möchte ich mich verabschieden von dir, Micha. Heulen! Phantasialand? Ja, ich fahre morgen ins Phantasialand und du nicht. Ja, und? Ist mir doch egal. Ja, mir auch. Okay, ich sag nur. Gut, okay, Ich hab dich lieb, tschüss. Nein, ich hab euch auch lieb, haut rein. Muffel LP, danke schön für die Spende von 5 Euro, vielen Dank. Nice, verpiss dich, Klängern, und sitz da ja, ruhig. Ne? Vielleicht geht doch sich noch irgendwann. Ja, viel Spaß noch, tschüss. Ciao. Ja. Ciao. Early Boy hat 142 Tode. Leck mich. Sander, wenn du mich einmal triffst, ne? Ja, was dann? Jag ich dein Haus in die Luft. Ach, ich mag das so, wie mich alle Leute im Chat flamen. Ja, Sebi schreibt auch, du scheiß Arschloch-Opfer, Kevin. Ich? Nein, hat mir einer geschrieben. Sebi, du scheiß Arschloch-Opfer, Kevin. Ich weiß, dass du da bist, Early, weil mein Zombie auf dich zukommt. Was mach ich denn, Karottenkrieger, du Lappen, ey? Ich stehe hier und farm XP. Junge, komm mal auf dein Leben klar. Ja, ihr werdet beide noch sehen. Was willst du von mir, Early Boy? Was hab ich dir jetzt getan? Hör mal. Du bist dafür verantwortlich! Was?
Tanne hat mir die Spitzhacke gegeben, ich hab dir nur geholfen. Ja, weißt du, wenn du hingehst, ne, und in den Netto gehst. Da hat er irgendwie rechts gegeben. Ja, ich hab ihm aber nur geholfen. Wie gesagt, wenn du irgendwas bei mir machst, werde ich mit gutem Recht den kompletten Tunnel abreißen. Kannst du mir mal am Arsch lenken. Mit meiner Schaufel, der ist schneller abgerissen, als er aufgebaut ist. Ja, das hat sich so falsch angehört. Ich kann es mir am Arsch lenken, aber nur mit meiner Schaufel. So, Early, wo bist du? So. Black Dog, Dankeschön für die Spende von 1 Euro. Lass Early, Zander. Yo, alles klar. Dafür sprengst du jetzt mein Haus, oder was? Ich werde getötet. Und dann soll ich Early wieder in Ruhe lassen. Das ist immer das Gleiche. Zander, merk dir nur eins. Was? Ich möchte ein Spiel spielen! Nein! Du bist so ein Idiot, Junge! Der geht doch mal in dein Haus! Der größte! Geh doch mal in dein Haus! Den ich kenne! Geh doch mal in dein Haus! Ja und, was ist denn da? Na, ich raste Zander bestimmt aus. Was ist denn da in meinem Haus? Ja, geh doch mal hoch, Zander, nicht da oben da. Geh mal ganz hoch. Ich klaue dir jetzt erst deine Sachen. Zander, wenn du das machst, löse ich es persönlich aus. Dann ist dein Haus weg. Du hast jetzt gerade die Chance, dein Haus zu retten. Wenn du aber dafür Dominik, meine Sache klaust, ist dein Haus weg. Euro. Oh Gott, oh Gott. Leute, wow, einfach abbauen. Das ist nicht drin, was ihr das nicht kennt. Hab ich ja nicht mal was mit zu tun, Alter. Er rennt an mir vorbei und wird vom Skelett getötet. Geiler Shit. So. Ja, die Kakteen, die sind schon auch gut am... Hast du jetzt meine Sachen eingesammelt oder nicht? Warum soll ich denn ja Sachen eingesammelt haben? Oh, ich höre schon wieder einen Zombie. Tombi, wo bist du? Zander, bevor du irgendwas machst, ich will zugucken. Was willst du?